Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hotel Dusk. Im letzten Part sind wir hier im Keller eingesperrt worden, sind dort auch ähnlich zugrunde gegangen. Ich habe jetzt mal kurz wieder nachgespielt, damit wir das nicht alles nochmal sehen müssen. Und ja, wie macht man denn diese blöde Schrift lesbar von dem Zettel? Es gibt drei Möglichkeiten, um diese Schrift, um zu wissen, was man eingeben muss. Zweimal die richtige und einmal meine Art. Die richtige Art ist entweder, man benutzt eine Schwarzlichtlampe, die wir nicht haben. Die bekommt man im Lagerraum, wo wir den Weihnachtsbaum her haben. Dort kann man finden und die kann man dann da eben benutzen. Ich würde es euch empfehlen, wenn ihr das Spiel mal selber spielt, holt euch die Schwarzlichtlampe. Es ist einfacher. So. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Wenn man die Schwarzlichtlampe nicht hat, dann darf es hier keinen Gamebreaker geben. Schließlich ist das hier ein Point of No Return. Wenn man den Zettel nimmt, wenn man den Zettel eben anklickt und man den DS schräg hält, kann man sehen, was da drauf steht. Man muss den DS nur schräg halten, vom richtigen Winkel drauf sehen, dann kann man das auch sehen. So, Möglichkeit Nummer 3, man macht's wie ich. Man macht sich einen wunderbaren Kaffee, legt sich auf die Couch und dann probiert man einfach alles aus. Das geht allerdings nur, wenn man weiß, was man eingeben muss. Beziehungsweise wenn man weiß, was rauskommt, wenn man alles eingegeben hat. Und das weiß ich. So. Deswegen werden wir jetzt mal hier Beutel. Hier Brief von Evans. Verwenden hiermit. Mit dem PC. Weil dann wird nämlich gleich auf dem linken Bildschirm angezeigt, was wir eingeben müssen. So. Erstmal Power machen hier. Müssen wir auf die 14. Kurzer Hinweis für euch, wenn ihr das Spiel mal spielt, ihr braucht nicht die 14 eingeben. Das ist von jedem Spieldurchlauf unterschiedlich. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr das Spiel neu startet, habt ihr bei jedem Run habt ihr einen anderen Code. Oder was heißt Code? Eine andere Zahl, die ihr oben eingeben müsst. Für die Dechiffrierung. Und ich habe einfach immer UE eingegeben, weil ich weiß, was UE bedeutet. PG. Das ist das große Geheimnis des gesamten Spiels. Meine Freunde. Jetzt dürft ihr noch raten. Es ist das größte Geheimnis des gesamten Spiels. Eins der größten. Wenn ich jetzt auf Enter klicke, Osterzone ist Dunning Smith? Ist doch nicht möglich. Das Ding ist hier wohl so eine Art Dechiffriermaschine. Und das ist das Geheimnis, das nie enthüllt werden sollte. Hä? Wer ist da? Hey, Hyde! Bist du hier drin? Mach auf, Louis! Louis, ich bin's! Ich bin eingeschlossen! Verstanden, ich mach dir die Tür auf, Mann! Hey, Hyde! Bei dir alles klar? Ja, glaub schon. Hab mir Sorgen gemacht. Da wollte ich mal nach dir sehen. War wohl auch besser so. Scheint so, als hättest du dann doch meine Hilfe gebraucht, was? Ja, sieht so aus. Und? Wie bist du eingeschlossen worden? Die Tür war offen, als ich hier runterkam. Ich sehe mich also hier drin ein wenig um und dann schließt irgendwer die Tür von außen. Krass. Und wo ist dieser mysteriöse Türenschließer dann hin? Durch den Flur ist niemand gekommen, Mann. So. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir uns doch einfach mal dieses merkwürdige Gebäudekomplex direkt vor uns an, das komischerweise wie eine Tür aussieht. Aber wieso kann ich da nichts machen? Ich weiß doch, was ich machen muss. Muss ich vielleicht nochmal zurückgehen?
Vielleicht muss ich ja raus und wieder reingehen. Ich weiß es nicht. Hä? Habe ich den Hammer drin vergessen? Louis, du bleibst mal bitte draußen, falls jemand die Tür... Du bist so ein Pisser! Hauptsache, geht dann einfach mal mit rein. Nein, ich geh jetzt mit rein. Wir werden nicht eingeschlossen. Garantiert nicht. Ja, ich habe den Hammer vergessen. Hey, ein Hammer. Es gibt was Praktischeres als ein Hammer. Geilo, ein Hammer. Sollte man nie liegen lassen. Geilo. So, und jetzt werden wir wieder eingesperrt. Oh, doch nicht. Sag mal, Spiel, willst du mich eigentlich ficken? Ich hab doch jetzt den Hammer. Ah. Hm. Was war das? Du hast es auch gehört, was? Hey, sieh dir das an. Die Steine aus der Mauer. Tatsache. Ein paar von ihnen sind runtergefallen. Aber wieso sind die... Ach, war die Mauer hier. Das sollte funktionieren. Jetzt habe ich es alle, okay. Oh, eine Tür hinter der Wand? Ja, Louis, eine Tür hinter der Wand. Und hier sollte ich jetzt dringend speichern. Guten Morgen in dem Sinne, meine Freunde, wenn ihr seht, wie viel Uhr ich aufgenommen habe. Guten Morgen, meine Freunde. Seid ihr auch schon alle da? Hey. Hyde, riechst du das auch? Es riecht, als ob hier irgendjemand gemalt hätte. Ja, und ob, Dunning? Und ob, Dunning? Was? Du willst mir erzählen, dass der alte Dunning malt? Das meinst du doch nicht ernst, Hyde. Dunning war es, der die ganzen Apfelgemälde gemalt hat, Louis. Ich hab wohl zu viel Farbdämpfe geschnüffelt. Dunning soll Äpfel malen? Ja, richtig gehört, Louis. Und jetzt hör mir gut zu. Dunning hat eine Tochter, die er seit Jahren nicht gesehen hat. Jenny heißt sie. Jenny? Das ist der Name des Mädchens, das vor 10 Jahren in Zimmer 111 entführt wurde. Und die Buchstaben auf den Apfelgemälden ergeben auch diesen Namen, oder? Genau. Aber ich habe hier im Keller noch etwas rausgefunden. Dunning kannte Evans, bevor er das Hotel hier übernommen hat. Moment, Evans, das ist doch Milas Vater, oder? Bist du sicher? Ich glaube kaum, dass Dunning und Milas Vater Kumpel waren. Ich bin sogar sehr sicher. Sie kannten sich und sie teilten ein Geheimnis. Eines, das sie nie verraten würden. Du meinst also ein richtig krasses Geheimnis? Aber du weißt nicht zufällig, was es ist? Na komm, dann lass schon hören, Mann. Du kennst das Engelsbild, das Bradley aus dem Lager von Nile gestohlen hat? Dunning war derjenige, der es gemalt hat. Was? Du spinnst doch, das ergibt doch gar keinen Sinn. Hör mir zu, Louis. Der Beweis befindet sich hier, in diesem Zimmer. Ich bin ganz sicher. Du musst mir helfen, ihn zu finden. Okay, jetzt müssen wir den Beweis finden. Auf der Rückseite der Leinwand ist eine Kohlezeichnung von einem Gebäude.
Kiste, in der sich Leinwände befinden, ist alt und abgenutzt. Ein unbemalter Leinwand. Was haben wir denn hier noch Schönes? Alte Flasche voll Farbe. Ich wusste gar nicht, dass Farbe in Flaschen verkauft wird. Doch. Farbe wird in Eimern und in Flaschen verkauft, mein Gutster. Eine alte Flasche voll Farbe. Immer noch. Eine Karton voll Farbe. Nennt sich dann meistens Abtönfarbe, was da drin ist. Diese Palette hat schon einiges durchgemacht. Na, schau mal an. Wie nennt man diese Dinge nochmal? Palettenmesser? Stimmt das? Ich nehme das Palettenmesser an mich. So, mehr brauchen wir auch gar nicht. Ein großes Stück Leinwand. Eine Seite der Leinwand ist mit weißer Farbe bepinselt. Dieses Gemälde ist... Gemälde? Das nennst du ein Gemälde? Ich meine, ich habe ja keine Ahnung von Kunst. Aber was zeigt denn dieses Gemälde? Eine weiße Katze im Schneegestöber? Die Farbe ist wirklich dick. Was ist hier eigentlich los? Ja, die Farbe ist ziemlich dick drauf gepinselt. Also gut, jetzt. Hey, Mann, was machst du da? Ich kratz die Farbe runter, Louis. So. Und ich glaube, man sieht jetzt schon, was für ein Bild hier zum Vorschein kommt. Ist das Bild wirklich so schön, wie es alle sagen? Vom Engel, der eine Tür öffnet? Wusste ich's doch. Wow. Wer denkt denn an sowas, dass da ein Gemälde unter der Farbe steckt? Das ist ein Engel, oder? Kannst wohl sagen. Ein Engel? Kommt dir dieses Gemälde irgendwie bekannt vor, Louis? Nee, Mann. War als Kind nicht so oft in der Kirche. Verstehst du doch, oder? Moment mal. Unmöglich! Hey, Hyde. Ist das das Bild? Absolut, Louis. Das ist das Engelsbild, das Bradley von Nile gestohlen hat. Ich brauche einen Drink, Mann. Verdammt, ich brauche jetzt mindestens 3 Drinks. Was macht das Bild ausgerechnet hier? Genau wie ich gesagt habe. Dieses Engelsbild hat Dunning gemalt. Ja, aber sag mal, wieso soll ich dir diesen Schwachsinn eigentlich abkaufen? Sag mal, Louis. Du kennst doch den Titel des Gemäldes, oder? Wieso? Engelsbild, so heißt es doch, oder? Danny hat es jedenfalls immer so genannt. Nichts gegen Danny, aber der Titel lautet Engel, der eine Tür öffnet. Engel, der eine Tür öffnet? Aber sicher, warum nicht? Wenn ich glauben soll, dass der alte Dunning es gemalt hat, dann kann ich alles glauben. Du wirst langsam frech, Louis. Hör mir lieber zu. Die ganze Welt glaubt, das Bild hier ist von einem gewissen Osterson gemalt worden. Osterson war ein Künstler, geboren im 19. Jahrhundert. So heißt es jedenfalls. Ein paar Dutzend seiner Bilder wurden 40 Jahre nach seinem Tod entdeckt. Und dann begann auf dem Kunstmarkt ein Run auf seine Bilder. Engel, der eine Tür öffnet, soll sein Meisterwerk sein. Also, du meinst, dieser Osterson hat tatsächlich ein Engelsbild gemalt. Und dann hat Dunning eine Fälschung gemacht. Das ist keine Fälschung, Louis. Das ist das Original. Das Original, aber ich... Das kann doch nicht wahr sein. Du meinst doch, das Bild ist von diesem Osterton oder Ostermann, Osterei, Oster... Ach, egal. Du verstehst es immer noch nicht, was? Aber was? Dunning ist Osterson. Abgefahren. Das ist ja total verrückt. Wer denkt sich denn sowas aus?
Hör mal, vor 3 Jahren hat mein Kumpel Danny wegen dieses Bildes ins Gras gebissen. Er wollte es verkaufen und uns Kohle besorgen, um die Stadt zu verlassen. Und jetzt ist das Bild hier. In einem Keller, direkt unter meinem Schlafzimmer. Unendlich weit weg von New York. Das macht mich fertig. Warum? Warum? Was zum Teufel macht dieses verdammte Bild hier? Louis? Hey, ich mein's ernst! Sag's mir! Du willst wissen, wie das Bild hierher gekommen ist? Ich denke, Bradley hat es dem Mann zurückgegeben, der es gemalt hat. Was? Bradley hat es zurückgegeben? Was soll das denn bedeuten? Ich vermute, Bradley wusste die Wahrheit über Osterson. Du bringst mich noch um, Hyde. Er wusste, dass der Maler Osterson nichts weiter als eine Erfindung war. Aber du hast doch gesagt... Osterson soll ein Maler sein, dessen Werk erst nach seinem Tod berühmt wurde, oder? Tatsache ist, niemand hat je von dem Mann gehört. Nicht bis irgendwer ein Buch über ihn geschrieben hatte. Erst durch das Buch wurde er über Nacht zum Star. Und seine Bilder verkauften sich auf einmal für einen fantastischen Preis. Von welchem Buch redest du? Es heißt Osterson, der mysteriöse Maler. Veröffentlicht wurde es 1963 und weißt du, wer der Autor ist? Robert Evans. Robert Evans? Das ist doch Milas Vater, oder? Aber das heißt doch... Okay, okay, ich glaube, jetzt schnall ich's. Das heißt denn, dass Milas Vater auch mit dieser Engelsbildgeschichte zu tun hat. Und ob. Dieser Engel ist echt beliebt. Hat eine ganze Menge Fans, überall. Nur den Grund, den habe ich noch nicht herausgefunden. Wieso haben Evans und Dunning sich Osterson überhaupt ausgedacht? Und wie ist Bradley über diese Sache gestolpert? Noch mehr Rätsel? Oh Mann. Früher fand ich Rätsel ja toll, Mann, aber jetzt nicht mehr. Hast du denn wenigstens schon die Lösung? Noch nicht ganz. Aber ich komme der Sache näher. Muss nur noch die Fakten sortieren. Bis jetzt weiß ich, dass Evans Buch über Osterson vor 16 Jahren geschrieben wurde. Mila und ihr Vater kamen vor 10 Jahren hierher. Das ist doch die Zeit, als das Hotel für eine Weile dicht gemacht hat. Und das Mädchen, das hier verschwunden ist, auch 10 Jahre her. Oh, und außerdem ist Mila in ein Koma gefallen, wurde in das Hospital geliefert. Und Milas Vater hat das Hotel gekauft. Und einiges geschehen vor 10 Jahren. Moment, warte mal. Dieser Schuppen hat mal Milas Vater gehört? Ja, genau. Robert Evans war mal der Besitzer. Aber vor 7 Jahren schließt er seine Galerie und verschwindet vom Erdboden. Und dann kauft Dunning das Hotel Dusk. Hey, Woodward hat doch gemeint, Milas Vater ist immer zu Besuch gekommen. Und vor 6 Monaten haben sie die Besuche auf einmal aufgehört, ja? Das hat er gesagt. Ich krieg's nicht auf die Reihe, Mann. Sag mal, wann hat Dunning das Hotel Dusk neu eröffnet? Das war vor 5 Jahren, oder? Ja. Und Bradley hat Danny vor 3 Jahren umgebracht. Direkt danach hast du Bradley kalt gemacht. Ja. Hyde am Apparat. Es ist was Schlimmes passiert. Bradley hat... Was? Hey, Hyde. Kann ich dich was fragen? Klar. Wieso hast du eigentlich auf Bradley geschossen? Ich meine, ihr wart Partner. Und Freunde wart ihr auch, oder? Bist du der Typ, der einen Kumpel kalt macht, wenn er sich falsch behandelt fühlt? Ihn jagen, finden und dann erledigen? Also ich finde das ja kalt. Eiskalt sogar.
Ich weiß es auch nicht. Du weißt es nicht? Ich habe gehört, was er getan hat. Dass er uns verraten hat. Hab überall nach ihm gesucht. Und dann habe ich ihn in den Docks gefunden. Ich war verdammt sauer, Louis. Ich konnte kaum noch klar denken. Also habe ich meine Waffe gezogen und gebrüllt. Warum, Bradley? Warum? Und was hat er geantwortet? Nichts. Nicht ein einziges Wort. Hat sich einfach nur umgedreht und mich angesehen. Irgendwas lag in seinem Blick. Ich weiß nicht was. Es ging alles zu schnell. Dann drehte er sich um. Und ich dachte, er will fliehen. Und ich... Meine Waffe hatte ich in der Hand. Und dann... Dann habe ich abgedrückt. Wow. Hey. Tut mir leid, dass ich dich gefragt habe, okay? Jedenfalls musst du ihn erwischen, Mann. Du willst auch seine Geschichte hören, oder? Darum suchst du auch nach ihm, oder? Um deinen Frieden mit dir selbst zu finden. Genug davon. Konzentrieren wir uns lieber auf das, was vor uns liegt. Ja, klar, Mann. Schon verstanden. Wann hat Dunning das Hotel Dusk neu eröffnet? 5 Jahre ist das her, ja? Ja. Und Bradley hat Danny vor 3 Jahren umgebracht. Und dann ist Bradley mit dem Engelsbild verschwunden. Und dann hat er sich vor 6 Monaten hier ein Zimmer genommen. Als Kyle Hyde. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt ist auch Milas alter Herr verschwunden. Und Bradley ist in der Stadt aufgetaucht. Genau. Aber das hat doch alles nichts zu bedeuten, oder? Es sind doch nur eine Menge Daten und Zahlen. Oder ist irgendwas klar geworden, das ich noch nicht kapiert habe? Das meiste. Zumindest glaube ich das. Komm schon, Louis. Wir müssen erstmal Dunning und Mila finden. Ich glaube, alles fügt sich zusammen, wenn wir erstmal mit den beiden reden. Was immer du sagst, Wachtmeister. Okay, meine Freunde. Das war das große Geheimnis im Spiel. Dunning ist der berühmte Maler Ostersohn. Und Robert Evans steckt da anscheinend ziemlich tief mit drin, da er zusammen mit Dunning Ostersohn überhaupt erst erfunden hat. Warum das so ist und was da jetzt alles dahinter steckt, was Nile auf einmal mit Ostersohn zu tun hat, das erfahren wir dann im nächsten und dementsprechend auch finalen Part von Hotel Dusk. Also gut, Leute, das war dann mit Let's Play Hotel Dusk für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.